Franz Krug, Manfred Meersdonk und ihre Maschinen. 470 PS. Sie fahren Terminfracht in die entlegensten Gegenden. Auf sie ist Verlass. Franz? Jo. Ich sag mal, auf und davon bis zum Sonnenuntergang und noch viel weiter. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, oder? Ja, so was sagt ist einen der auf Bass Meersdonks, oder was? Ja, ich bin Captain Bass Meersdonk. Ey, doch klar, aber ich bin Captain Bass Sonnenuntergang Meersdonk. Herrlich. Ja, du weißt, ich schwelge manchmal in Erinnerungen und ich habe tatsächlich in den letzten Tagen noch mal ein bisschen diese komischen Filme geguckt. Ja, und dann kam der da vor, der Vogel. Gut, und jetzt sagst du, wer ist Kapitän, ja? Ich bin auf jeden Fall Kapitän. Bin immer Kapitän meiner eigenen Sinne. Manchmal, eventuell. Ich sag mal, ich fahre mit meinen eigenen Sinnen durch quere, schwere Gewässer. Sagt man, ne? Ja. Hast du rein zufällig am Bierkühlschrank genascht? Nein, habe ich nicht. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ich habe schon ganz schön lange kein Bierchen mehr gehabt. Ja, dann mach doch mal eins auf. Wir haben noch gerade Zeit. Das ist wahr. Komm hier. Du eins, ich eins. Kannst du mal aufmachen? Ich muss mit einer Hand mal noch am Steuer bleiben hier. Ja, pass auf. Ich mach das mal auf. Pass auf. Ich habe hier mit der anderen Flasche. Wer geht das? So. Prösterchen. Prösterchen. Danke dir. Da haben wir dann die Regel. Herrlich. Ja, denkst du an hier rechts hoch, ne? Ja, dort 30 und dann links. Bin ich schon vom Jass hier gegangen. Und weißt du was? Jetzt beruhigen sich meine psychologischen Gewässer schon wieder ein bisschen. Das freut mich. Das liegt einfach. Das geht nicht ohne. So ein Schlückchen. Hat der Chef ja auch gesagt, ne? Ein Bierchen a day keeps the doctor away. Ne? Hat der Chef das gesagt? Oder das Mönchen, das hat ganz schön zu kämpfen mit dem dicken Ding allein im Nord. Das heißt aber auch, dass das noch drauf ist. Das ist doch schon mal gut. Ja, das sehe ich im Spiegel, dass das noch drauf ist. Aber an den Fuß in der Ölwanne, also mehr geht nicht. Dafür verbraucht er aber viel weniger Sprit. Glaube ich. Das ist auch wieder richtig. Ja, das ist schon so, da kann man schon so sagen. Dann auch mal, dass der farbige auch da ist, dass der mir den LKW aushändigen kann. Ja, was hat er denn jetzt gesagt, was das für ein LKW ist? Ja, der hat gesagt, das ist ein Zetros. Also habe ich doch richtig gehört. Ja, aber ich habe dir das nicht erzählt. Hat er gerade eben nicht gesagt? Ich habe gesagt, ein LKW. Ach, hör doch auf. Da war der Wunsch der Vater Morgana des Gedanken. Ja, das kann natürlich sein. Ja, aber das kann ich schon verstehen. Du hast da so dran gehangen. Das war ja auch das Wichtigste, ne? Du wusstest nicht, ob du noch alle Liedmarken hast, aber der Zetros, Hauptsache den Zetros hier, der Jod hat, hast du ja immer gesagt. Natürlich. Ich mag den Zetros halt. Ja, aber was ist denn an dem so schön? Also der Stern vorne drauf, das kann ich ja verstehen, aber. Ne, der Stern nicht, der fährt sich halt schön, ne? Der ist schön bequem. Das ist dann Mörchen doch hier auch, guck mal hier. Aber, ja, gut, aber das sind ja hier so durchgenudelte Sitze langsam schon, ne? Ach, das ist. Aber ich sehe das schon, das federt schon noch ein ganz gut hoch und runter. Ja, ja, aber du titscht halt eher wie so ein Flummi durch die Gegend und das ist auf Dauer ein bisschen unangenehm. Und hier auf der Mittelkonsole, ne? Das sieht zwar aus wie Teppich, aber das ist so alt, da darfst du die Hand nicht mehr drauflegen, da wachst du dran fest. Ich hätte jetzt gedacht, das sieht aus wie Leder. Aber sag mal, was ist das auf der Mittelkonsole neben der Anzeige von den Gängen eigentlich? Ist das der Tank oder was? Muss man das Ding hier innen drin tanken? Nee, das ist mit Spritzwasser oder was weiß ich was, oder Öl oder so. Ist das der 710er Deckel oder was? Der 710er Deckel. Manchmal verstehe ich nicht, was du zu sagen hast. Aber da wird schon Spritzwasser ist natürlich eine witzige Idee, aber ich glaube, das ist das nicht. Vielleicht ist das auch einfach nur das Toilette.
Öl, das könnte aber sein. Dass der so viel Öl verbraucht, das Mörchen, dass man während der Fahrt nachfüllen müsste. Guck mal auf den Ölstand. Da müssen wir mal gucken, nicht, dass wir da hier ständig nachfüllen müssen. Ja, Ölstand sagt man. Ah nee, das ist der Öltemperatur. Aber das heißt, wir haben noch Öl. Wenn das Öl eine Temperatur hat, haben wir auch noch Öl. Ja, das sieht hier aus. Was ist das denn? Was machen die denn hier? Jetzt sag mir nicht, das ist mein neuer LKW. Das ist kein Z-Ross, das ist ein Zugross ist das, aber. Das ist ein Dieselross oder so ein Kram. Hast du dich da verhört? Das Ding sieht aber witzig aus. Warte, da müssen wir gucken. Lass uns mal aussteigen mit dem Quatschen hier. So ein Dongos sind da. So, ja. Fabian. Ja, Dongos. Heiko, grüß dich. Dach schön, die Herren Franz und Manfred. Und Dach, meine Lieben. Dach. Sag mal, was ist das? Der LKW oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist der neue für den... Nein. Doch, sag, mach da mit. Das ist der neue LKW, hat der Chef für uns bestellt. Ja, der Chef hat gesagt, wir sollen dir das sowas geben, weil irgendwie, keine Ahnung, Geldknappheit und Und warum steht da Case drauf? Just in Case oder was? Da steht Case, das ist ein Franzose. Also Franz, guck mich mal bitte an. Also du musst jetzt ganz... Ich will dich nicht angucken, du willst mir hier so einen... Was ist das überhaupt für ein Gerät? Der hat doch gar keine Sache. Franz, der kriegst du halt den Geschenk nicht. Was können denn ihr schenken? Ja, der bleibt doch mal stehen und reg dich nicht so auf. Ja. Also, folgendes. Der Z-Ross, du weißt, total schade, ne? Mein Z-Ross. Du hast aber dafür, Franz, muss jetzt stark sein. Streiche den doch mal über den Kopf. Hier, Franz, einmal Ei. Komm, steig wieder auf. Es gibt doch noch ein Geschenk. Es gibt doch noch was Gutes. Es gibt eine gute Nachricht. Was bin ich denn hier mit dem Gase? Heiko? Ja? Bleib mal beim Franz. Franz, ich hol mal dein Geschenk, ja? Aber Augen zu machen. Ich tröste jetzt mal den Franz. Sag mal, Heiko. Ja, genau, trösten. Was soll ich denn machen, wenn es regnet? Ich stehe doch hier voll im Regen. Franz, komm, wir rauchen erstmal eine. Heiko, darf ich das Ding hier mal fahren? Wenn du mit klar kommst? Könntest du denn mal. Denk dran, die Knöpfe sind von 1900 und die Knöpfe haben ein bisschen eigene Bedeutung. Oh, das ist doch mein Z-Ross. Das ist hier wie ein Zugführerstand. Also, der ist irgendwie anders, aber... Ja, der Chef hat gesagt, bitte in Orange und der ist nagelneu, der kam gestern erst an. Also ist das nicht mein Z-Ross, das ist nicht verbeult oder so, wieder hingerichtet oder so. Nein, weil der Z-Ross halt hinüber war. Oh. Schon wieder ein Z-Ross. Und ich muss nicht mit dem Ding da fahren, mit dem Kase. Ey, das Ding ist eine geile Kiste. Franz! Was ist denn? Vergiss das Ding, vergiss den Z-Ross. Das Ding hier ist mega. Komm mal hier ruf. Ich will keinen Kase haben. Komm mal hier ruf. Weil wir Museumsstück haben, oder wie? Einfach hier hinten mal ruf springen. Guck dir das an. Hör dir das mal an, das ist wie eine Lokomotive. Toll, Heiko, du Vollidiot, du Heini, sagst noch zu mir, ich soll das Ding nicht bestellen. Das will keiner. Oh, siehst du? Oh, reißender Abnehmer. Ja, gut. Man kann es auch mal irgendwie. Ja, aber du hast die Wette verloren. Manfred. Ja, was denn? Das ist super! Was ist das hier oben? Ist das so ein Windmobile? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Der sagt, der zeigt mich. Pass auf, man kann den, da kommen Luftkissen drunter, da kann man den auch auf dem See fahren und das zeigt die Windrichtung an. Das ist doch klar. Wir sollten das verkaufen an. Weiter. Jetzt. Manfred, ich will sowas nicht. Doch, das ist hervorragend. Guck dir das an. Da drehst du hier rechts und links und an die Knöpfe dran und da oben ist der Fluxkompensator, da könntest du durch die Zeit reisen. Kennst du das? Fluxkompensator. Ja, kennst du doch, Fluxkompensator. Hast du die Abgase von dem Ding in ein Jahr mit oder was? Ach Quatsch, Abgase. Da kommt kein Abgas raus, das ist Wasserstofffusion bestimmt. Also ja, das Hashtag ist Greta Freud. Wasserstoff ist das definitiv. Da kannst du glauben. Ich flipp aus. Das ist. Und guck dir das an, der hat hier hinten quasi. Das ist quasi. Doch nicht. Das hat keinen Boden da hinten drin. Ich hab gedacht, das wäre, da könntest du Eimer reinsetzen oder sowas, aber da ist kein Boden drin. Die Frage kommt mit Schuhe rein. Ja, Franz, möchtest du den Preis wissen von dem guten Stück? Was will Franz denn mit dem? Ich will den haben. Guck dir das mal an. Was soll der Quatsch denn kosten?
120.000. Auf Wiedersehen. 120 Euro ist das hier, komm. Hey Jungs, Manfred. Was geschenkt? Manfred. Also der Heiko hat da ewig gesessen, hat das Teil lackiert. Wieder. Warum hat der Gase drauf geschrieben? Gäse schreibt man anders. Ich habe das abgeschmiert, ey, bis tief in die Nacht, Leute. Du hast ja. Und da kriegst du ein Bierchen und ein Stück Fleisch und dann läuft die Suppe. Ja, aber was möchtest du damit? Was möchtest du damit? Ich möchte damit mal durch die Jägen fahren. Das ist doch eine Lokomotive. Da kann ich doch Passagiere. Hier kommt ein Anhänger dran und dann fahre ich die Passagiere durch die Jägen. Ganz ehrlich, das finden die Kinder super. Da fahre ich mal durch die Stadt und dann kann ich hier einen Dingeltangelzug machen. Heiko? Ja. Komm mal bitte, wir kommen gleich wieder. Guckt euch mal den Zetrus von Franz an. Komm, wir gucken uns mal den Zetrus an. Ach so, Franz. What? Franz, ich habe dir sogar einen Zetrus mit Klimaanlage bestellt. Mit Klimaanlage? Ich krieg mir nicht einen Schuss. Das ist so Klimaanlage. Heiko, komm mal mit. Oh. Jo. Franz? What? Ich hab noch, ne, ich hab noch was für dich. Da freust du dich. Da ist kein Hirsch drauf. Hier. Ich kann hier nicht mehr raus. Das ist scheiße, leid. Was geht? Meinst du, wir kriegen das hin, dass sie das abnehmen? Ja, mal gucken. Wenn man die das... Ja, komm, lass uns was irgendwie hier. So, 100 Blatt, oder? Ja, das... Ein schönes Gerät. Manfred. Jetzt im Ernst. Möchtest du die Maschine haben, ja? Ja. Nein. Ganz ehrlich, pass auf, Fabian, ich kann, wo soll ich denn so viel Kohle herkriegen? Das geht doch im Leben nicht, 120.000 Euro. Da kann ich ein Haus für kaufen. Pass auf. Wir schenken dir das jetzt einfach. Was? Das ist jetzt einfach geschenkt von uns beiden. Als kleines Andenken. Wofür andenken? Ihr habt was vor, Freunde. Meine Mutter hat gesagt, kriegst du was geschenkt, dann ist was faul. Was wollt ihr von mir? Nix. Einfach nur so. Richtig. Franz, wir nehmen den mit. Der kommt auf den Tieflader. Wir nehmen den mit. Du mit dem Dingen? Das ist ein Pöt-Pöt. Da machen wir eine Touristenattraktion. Da kann uns der Chef mal kreuzweise. Da fahren wir schön die Touristen durch die Gegend. Apropos Chef, der wollte euch noch später anrufen. Irgendwie wegen Zetros und ja. Ja. Genau, wir wollen euch schon mal das Protokoll besprechen. Was will der uns sagen? Ja, euch schon mal das Protokoll besprechen. Apropos, Franz, sag bitte den Chef nicht, dass das dass der Zetros mit Klimaanlage ist, weil das weiß er nicht. Natürlich nicht, nee, aus Jod. Ich sollte den Zetros ohne Klimaanlage bestellen und dachte so, mache ich nicht. Meinen Zetros wieder. Nee, das ist nicht dein Zetros, das ist der vom Chef. Mir egal, das ist mein Zetros. Der hat 0 Kilometer. Ist mir egal, ich habe in den Sitz schon drin gepupt, also ist das mein Zetros. Ja, wie wir euch da, das klärt mit eurem Chef, ist mir vollkommen. Wofür hat der eigentlich hier die Griffe da an der Motorhaube? Kannst du den da dran hochheben oder was? Nein, das ist zum Wegschmeißen. Also zum Festhalten, wenn du da hoch willst. Wenn du hier so, also kannst dich hochziehen, kannst du hier schön. Weißt du, wenn du mal schön eine Fliege auf der Scheibe hast oder so, dann kannst du ja. Und wenn du hier gewischt hast, kannst du hier an den Griffen wieder runter. Nein, und damit kannst du auch die Motorhaube aufmachen und schließen. Was? Ihr seid, also, ja, das ist bestimmt ganz super. Ernsthaft mitnehmen, so. Ja, na klar, nehme ich den mit. Das ist doch, guck mal hier, der ist geschenkt und das Ding ist grandios. Ach so, ja, ich vergesse, euer Möhrchen sollt ihr hier lassen zur Durchsicht und Reifen wechseln. Irgendwas hat er gequatscht, weil, keine Ahnung. Das ist kein Problem. Hier, schnall das Möhrchen ab und dann kommt das Monster wieder davor und dann können wir hinten schön mein neues Tuff-Tuff dran machen. Genau. Ist schön. Aber da müssen wir noch was anderes drauf schreiben. Also hier Cassé, Franzosen habe ich nicht so gerne. Da ist doch auch ein Adler drauf. Das ist doch eigentlich von den Amerikanern der Adler, oder? Ja.
Und ist ja auch eine englische Case, ist ja auch eine englische Marke. Also. Das war nur das Friedensgeschenk, das Friedenslogo. Das Friedens. Ihr erzählt mir, glaube ich, Quatsch. Was heißt denn Englisch? Ich habe amerikanisch gesagt und nicht Englisch. Das ist nicht Englisch, der Adler, das ist amerikanisch. Also Manfred. Was denn? Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Das genau. Ist, aber ich nehme mir mitkommen hier, bevor ihr noch euch das anders. Ihr seid. Wollte ich gerade sagen, ey, muss ich ja, ja. Überlegen, ich nehme den mit, hier, komm. Aber halt es in Ehren. Das Ding ja. Ist mega, ich freue mich ein Ast. Vielen Dank, ihr zwei, ne? Bitte gern. Und ihr dürft dann auch mal mit Tuff Tuff mitfahren, wenn ich da einen Anhänger dran habe. Und dann machen wir mal eine kleine Touristenfahrt hier durch das Dorf. Was haltet ihr davon? Wir haben noch eine in der Werkstatt zu stehen. Muss Heiko noch zusammenbauen. Ich habe genau. Noch ja. Einen davon. Ist quasi Lego verwachsen. Ja. Ist das ein Lego, cooles oder? Gefährt? Ja. Heiko, bringst du denn mal an. Hier die... Das Nürnberg? Naja... Ja, den Rest. Machst du das bitte noch sauber und lüftest du das dann? Ich mach erstmal sauber, den Möhrenrest hier. Ja, besser ist. So, den Möhrensalat. Franz! Was mit der Karre überhaupt? Bastard! Guck mal, ja, Bastard! Irgendwie Bastard. Der Zebras muss auch noch mit, ne? Ja, gerade auf mich zu, ja, gut. Geradeaus, einfach nur gerade. Ja, voll der Traum. Stell ab, das Ding ist gut. Oh, guck dir das an, ist das ein feines Gefährt? Ich hab noch nie so brechen müssen. Na gut, ich fahr dann mit dem Zetros, treffen wir uns am Hof, oder was? So machen wir das. Also Manfred, dann allzeit gute Fahrt. Ja, tschüss, Kiss. Heigo, ihr seid die Besten. Ciao. Ihr habt mir ein Träumchen erfüllt. Also, ich wusste nicht, aber ich wollte so ein Ding immer schon haben. Wusste ich bis aber eben nicht, ja? Wusste ich jetzt erst. Vielen Dank dafür. Geh sorgfältig um damit. Genau. Der und hat einen Platz in meinem Herzen gefunden, den werde ich behandeln wie. Nee, nicht wie meine Frau. Die würde ich. Wie meine Kinder. Meine Kinder. Nicht, oder meine wie deine Frau. Mutti oder so. Ja, die war immer gemein zu mir manchmal. Nee, ich. Wie meine Kinder, ne? Das ist mein neues Baby. Genau. Vielen Dank. So. Mach ich. Ich bringe. Nichts zu danken, Manfred. Ja, da ist schon mal zu danken. Ich traue dem Braten aber immer noch nicht. Irgendwas stimmt da nicht. So. Franz? Jo. Sag's, ich bin ja schon nicht der Cleverste. Das wissen wir schon beide. Aber wieso schenken die mir das Gerät? Da stimmt doch was nicht. Naja, vielleicht wollten die das einfach nur loswerden. Aber das hat doch einen Wert. Und selbst wenn das nur ein Museumswert ist. Meinst du, das ist hier geklaut? Naja, jetzt hast du es geklaut quasi. Hast du denn da irgendwas unterschrieben oder so? Ich hab nichts unterschrieben. Die haben mir das geschenkt. Ich sollte da nicht reinschauen in den Maul von dem Gaul. Deswegen habe ich das jetzt meins. Ich habe dann ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, als Menschenfreund war der Fabi hier bisher nicht bekannt, ne? So, meine lieben Freunde, aber auch diese Folge geht schon wieder dem Ende entgegen. Es ist einfach unglaublich. Was haltet ihr denn von? Hä? So ein cooles altes Teil ist schon mega, oder? Komm, Falco, das ist schon cool, so ein Ding. Also, ich habe so ein Ding mal beim Tractor-Pulling gesehen, das war schon geil. Der hat, weiß ich nicht, gefühlte 30, 50 Meter glühende. Wow, Asche, ja, ich wollte den mal eben hier stehen lassen. Jetzt wieder ein Thumbnail. Klipsen, ja, ich mag das schon. Gott, das Ding ist schon Hammer. Also ich finde den super. Voll der Hammerkase. Ja. Ja, schönes Teil. Aber wie gesagt, also da ist immer was dahinter. Wenn der Farbige da irgendwie was macht, das wird uns auf jeden Fall noch heimholen. Würde ich mal behaupten. Das hat irgendein Nachspiel.
Also Menschenfreunde sind das wirklich nicht, die beiden. Also Heigo schon, aber... Farbigen traue ich nicht. Das ging mir auch zu schnell gerade. Ich selber etwas überrascht von. So, aber liebe Leute, denkt dran, Däumchen nicht vergessen. Macht auch gerne ein Däumchen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann schreibt uns aber bitte auch rein, was euch nicht gefallen hat. Na, dann können wir nämlich noch geiler werden. Noch geiler. Oh Gott. Hochmut kommt vor dem Fall. So ist das. Guckt beim Falco natürlich rein. Parallel gucken machen einige. Das ist ganz cool. Dann kriegt man nämlich beide Gesichtszüge entsprechend mit. Das lohnt sich durchaus mal, das auszuprobieren. Und ne, auch beim Uli, ganz klar, wissen wir ja gar nicht, was da passiert. Ja, und dann freuen wir uns, euch beim nächsten Mal wiederzusehen, wenn es heißt, plötzlich Farmer auf dem Bock. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao. Alles Gute, bye bye und ade.